Hallo, liebe Sternenfreunde, und herzlich willkommen zu meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz, wenn Jupiter in den Skorpion geht und was das bedeutet. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und lade euch ein, mit mir auf eine mystische Schatzsuche zu gehen. Der Schatz, den ich euch hier zeigen werde, verbirgt sich für jeden von euch an einer anderen Stelle. In eurer Seele, in eurer Psyche, in euren Ängsten oder Hoffnungen, in euren Zielen und Plänen und natürlich auch in euren Liebeswünschen. Und dieser Schatz kann sich auch im ganz praktischen Erleben zeigen. In euren Beziehungen, bei euren Freunden, in eurer Arbeit, eurer Karriere und anderen Lebensbereichen. Euer individuelles Horoskop ist sozusagen die Schatzkarte, die euch den Weg dorthin zeigt. Und in einer persönlichen Beratung helfe ich euch gern dabei, den verborgenen Schatz zu finden. Mehr Infos dazu gibt es auf meiner Homepage und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Jetzt, bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich euch einen ganz besonderen Schatz zeigen. Ich bin dankbar und freue mich darüber. Meine Sternzeichen-Kolliers sind da, von mir selbst entworfen und gezeichnet und dann nach meinen Entwürfen handgefertigt. Für jedes Sternzeichen gibt es ein Einzelstück aus Edelmetall vergoldet und mit einem kleinen Kristall im Diamantschliff. Ich zeige euch das hier mal. Das ist der Löwe mit dem fünften Haus. Und ich selbst trage den Steinbock. Da ist der Stein im zehnten Haus. Und der Halsreif gehört dazu, damit die Colliers schön sitzen. Ich bin so dankbar und froh, dass ich dieses wundervolle Produkt mit Hilfe meines tollen Teams erschaffen durfte, was meine Ideen so genial umgesetzt hat. Und die Colliers mit den Sternzeichen könnt ihr jetzt schon vorbestellen unter der Telefonnummer, die ihr jetzt unten eingeblendet seht. Da könnt ihr einfach nach den Sternzeichen-Colliers von Antonia fragen. Und ab Mitte Oktober könnt ihr dann den Schmuck direkt über meine Webseite bestellen und anschauen. Und zu jedem Sternzeichen gehört ein Mantra, das ich den Schmuckstücken sozusagen mitgegeben habe. Und diese Mantras stelle ich euch in einem eigenen Video vor, das Anfang Oktober online gehen wird. Ja, jetzt aber zur Schatzsuche mit Jupiter. Vom 10. Oktober bis zum 8. November 2018 wird der Glücksplanet wie war das denn jetzt geworden? Jetzt hatte ich aber schon, während ich das hier runtergestellt hatte, weitergeredet. Okay. Soll ich einfach, wird der Glücksplanet, schneidest du dann bei Glücksplanet direkt dran? Nein, du sagst den ganzen Satz. Okay. Vom 10. Oktober 2017 bis zum 8. November 2018 wird der Glücksplanet Jupiter durch den tiefschürfenden Skorpion wandern. Was bedeutet das? Und warum können wir dabei einen Schatz finden? Darum soll es hier gehen. Wir werden uns die mythologischen Hintergründe dieser Konstellation genauer anschauen und dann zeige ich euch, welche Bedeutung der Jupiter-Transit hat, sowohl auf der tiefen psychologischen und spirituellen Ebene als auch im praktischen Erleben. Das Wort Transit bedeutet übrigens nichts anderes als Durchgang. Ja, wenn ich also sage Jupiter-Transit, dann ist das fachastrologisch für den Durchgang des Jupiters durch einen bestimmten Bereich im Horoskop. Zuerst möchte ich euch kurz die beiden Hauptenergien vorstellen. Da haben wir einmal den Glücksplaneten Jupiter, den Lieblingsplaneten der Astrologie, der neben der Venus als der große Wohltäter des Horoskops gilt. Er steht für inneren und äußeren Reichtum, Glück, Expansion, die Suche nach dem Sinn und nach der Gerechtigkeit und für unser Streben danach, uns immer weiter zu entwickeln. Deshalb regiert er auch den Bereich der höheren Bildung und der Weisheitslehren. Jupiter ist der lateinische Name für Zeus. Das ist der Herrscher der griechischen Götterwelt, der auf dem Olymp residierte. Viele astrologische Eigenschaften von Jupiter leiten sich tatsächlich aus der griechischen Mythologie ab. Zeus war der Chef im Olymp und er sorgte für Recht und Gerechtigkeit zwischen den Göttern und den Menschen, aber auch bei den Göttern untereinander. Er hatte großes Charisma und war berühmt-berüchtigt dafür, dass er seine Ehefrau Hera immer mit irgendwelchen Nymphen und Halbgöttinnen betrogen hat. Und daraus entwickelten sich dann Geschichten, die jede heutige Fernsehsoap oder Telenovela alt aussehen lassen. Ich habe die alle gelesen, als ich in der Pubertät war und mit meiner Familie immer nach Griechenland in Urlaub reiste. Unglaubliche Geschichten sind das. Und da kommt alles drin vor. Heldentum, Drama, Eifersucht, Liebesaffären, List und Tücke, jede Menge Action und natürlich viel griechische Philosophie.
Wenn Zeus zornig wurde, dann schleuderte er Blitze und ließ es donnern. Und davon haben wir heute noch den Donnerstag, der dem Jupiter gewidmet ist. Zeus war also keineswegs eine reine Lichtgestalt und so hat auch der Jupiter in der Astrologie eine Schattenseite, nämlich die der Übertreibung, der Maßlosigkeit und der Arroganz, der übertriebenen Erwartungen und Forderungen. Und diese Schattenseite kommt vor allem dann zum Tragen, wenn Jupiter in Spannungsaspekten zu persönlichen Planeten steht. Bevor man den Planeten Neptun entdeckt hatte, herrschte Jupiter in der astrologischen Tradition übrigens auch über das Zeichen Fische. Deshalb steht auch Jupiter neben Neptun für Glauben, Spiritualität und Religion und für Priesterfiguren und Gurus. Im griechischen Olymp residierte Zeus im Himmel, von wo aus er den Überblick über das Reich der Menschen hatte. Und wenn Jupiter nun in seinem Transit durch das Zeichen Skorpion geht, dann muss er sozusagen aus dem Himmel hinabsteigen und sich in das Reich des Skorpions begeben. Und dort herrscht Pluto. Das ist der lateinische Name von Hades. Das ist der griechische Gott der Unterwelt. Der herrschte über die Seelen der Verstorbenen. Und das war in der griechischen Mythologie der Bruder von Zeus. Und dann gab es noch den dritten Bruder, Poseidon, den wir als Neptun kennen. Und diese drei Brüder waren die Obergötter des griechischen Götterhimmels und sie hatten sich die Welt aufgeteilt. Zeus regierte den Himmel und das Reich der Menschen, Hades die Unterwelt und die Seelen der Verstorbenen und Poseidon die Welt der Meere und Gewässer. Und das wird nachher noch wichtig, deswegen erwähne ich es hier schon mal. Zurück zur Welt des Skorpions. Und zum Skorpion gehört ja das achte Haus im Horoskop. Im achten Haus geht es um Okkultes, um Geheimnisse, Mystik, Tod und Wiedergeburt und aber auch die Verbindung und Verpflichtung und die Vererbung. Denn in diesem Haus müssen wir uns einlassen. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Im siebten Haus, wenn wir jemanden begegnen, beginnen wir eine Beziehung. Aber im achten Haus geht es dann darum, sich richtig einzulassen. Deswegen gilt das achte Haus eben auch als das Ehehaus. Denn die Ehe ist ja ein Vertrag, den wir schließen. Und psychologisch ist es das Haus der Wandlungskrisen, die wir durchmachen müssen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Wenn der strahlende Jupiter sein Licht in die Dunkelheit des Skorpions hineinträgt, ist das wie eine Kombination aus Mystik und Philosophie. Wir können das Empfinden haben, Wunder zu erleben, in der Liebe, aber auch auf unserem spirituellen Weg. Der Skorpion ist das Verborgene und Jupiter ist der Schatz, der Reichtum. Wir gehen also auf Schatzsuche, wir forschen, wir erkunden Geheimnisse, wir gehen Wege, die wir noch nie zuvor gegangen sind und dabei können wir etwas Wertvolles finden. Die Konstellation ist toll für Forschung und Recherche, wobei wir sowohl den Prozess des Erforschens selbst als auch das Ergebnis davon genießen können. Auf der materiellen Ebene glaube ich tatsächlich, dass während dieses Transits auch viele Schätze gefunden werden, nach denen man lange gesucht hatte. Aber nicht nur Jupiter steht für den Reichtum. Die Welt des Skorpions birgt auch Schätze, und zwar solche, die man im Verborgenen nur findet und die man oft unter Schmerzen und Anstrengungen aus der Tiefe herausholen muss, wie etwa Diamanten, Gold oder Erdöl. Und in der psychologischen Astrologie symbolisiert das die tief verborgenen seelischen Kräfte in uns, die oft erst durch große Krisen freigesetzt werden. Das ist der Schatz der Transformation, den der Skorpion bzw. sein Herrscher Pluto für uns bereithält. Und wenn Jupiters Licht in die verborgenen Tiefen des Skorpions scheint, kann man natürlich die inneren Schätze auch besser finden, zum Beispiel verborgene Stärken, die wir in uns tragen und deren wir uns bisher gar nicht bewusst waren. Aber man entdeckt natürlich womöglich auch die Leichen, die man so im Keller hat und die man bisher erfolgreich verdrängt hatte. Man weiß nie, was man in der Tiefe alles findet. Deshalb erfordert diese Schatzsuche auch Mut und die Bereitschaft, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja? Wir bekommen die Gelegenheit, uns Problemen und Ängsten zu stellen, die uns bei der Persönlichkeitsentwicklung behindern. Der Skorpion ist ja ein Wasserzeichen und als solches repräsentiert er auch Emotionen, dunkle Emotionen und psychologische Muster, in denen wir gefangen sind, die vielleicht entstanden sind durch alte Verletzungen und Beleidigungen, über die wir nicht hinwegkommen. Und hier kann uns Jupiter helfen, das Ganze von einer philosophischen Weisheitsperspektive aus nochmal neu zu betrachten, denn er steht ja für Weisheit und Erkenntnis. Doch dabei muss er sich an die Regeln halten, die im Reich des Skorpions herrschen. Er muss jegliche Arroganz und Überheblichkeit ablegen, sonst rückt Pluto den Schatz der Transformation nicht heraus. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls bereit sein, uns noch einmal
mit Ängsten und unangenehmen Gefühlen zu konfrontieren und uns mit unseren eigenen Schwächen zu beschäftigen. Wir müssen an die Wurzeln bestimmter psychologischer Muster herangehen, um sie dann transformieren zu können. Ich glaube, um diese Konstellation optimal zu nutzen und in unser Leben zu integrieren, sind Übungen in Dankbarkeit, Gelassenheit und Vergebung eine wunderbare Unterstützung. Und natürlich bietet es sich auch an für ein psychologisches oder astrologisches Coaching. Wenn ihr euch während dieser Zeit gründlich mit eurem eigenen Horoskop beschäftigt, könnt ihr euch dadurch selbst in einer neuen Tiefe kennenlernen und begegnen. Natürlich bin ich sehr gerne für euch da, um euren inneren Schatz mit euch zu heben. Die Konstellation hat aber nicht nur eine tiefenpsychologische Bedeutung, sondern auch ganz praktische Auswirkungen für unseren Umgang mit Geld und Finanzen. In unseren Beziehungen taucht nun verstärkt das Thema der finanziellen Verantwortung auf. Vorher stand Jupiter ja im Beziehungszeichen Waage und hat dadurch natürlich das Thema Liebe und Beziehungen sehr stark gefördert. Viele Menschen sind neue Beziehungen eingegangen oder haben geheiratet sogar oder auch neue Freunde oder neue gute Geschäftsbeziehungen gefunden. Die Waage steht für die Begegnung, die Partnerschaft und die Beziehung. Doch im Zeichen Skorpion geht es darum, was es bedeutet, in einer Beziehung Verantwortung zu übernehmen und gemeinsame Werte zu erschaffen. Deshalb wundert euch nicht, wenn es in eurer Partnerschaft in den kommenden 12 Monaten öfter mal ums Geld geht und darum, ob und wie eure Geldangelegenheiten ihr gemeinsam regeln wollt. Wenn eine Beziehung auf Dauer funktionieren soll, muss man sich einfach auch überlegen, wie man mit den gemeinsamen Kosten umgeht, wie man die Werte kombiniert, die man bereits mitbringt und wie man zu gemeinsamen Anschaffungen steht. Skorpion und Pluto stehen auch für Schulden. Das heißt, es kann auch darum gehen, ob man bereit ist, einen gemeinsamen Kredit aufzunehmen, um eine wichtige Anschaffung zu machen. Ja, dafür sind Verträge notwendig und der Wille, sich zu verpflichten und die Schulden dann auch gemeinsam wieder abzubezahlen. Also schon eine ernsthafte Sache. Möglich ist es auch, dass sich ein Partner vom anderen Geld leihen möchte. Auch dann ist es sehr wichtig, diese Dinge vertraglich zu regeln, egal wie groß die Liebe ist. Das mag euch vielleicht erstmal unromantisch vorkommen, aber die materielle Basis für unser Leben ist nun mal super wichtig und unverzichtbar. Und wenn man anfängt, in einer Beziehung über solche Sachen nachzudenken, heißt das ja auch, dass man es wirklich ernst meint. Dazu habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Habe ich jetzt kürzlich neu entdeckt. Es gibt einen Podcast von Laura Seiler, der heißt Happy, Holy and Confident. Und da gibt es eine wunderschöne Folge, die heißt, wie du Business und Spiritualität verbinden kannst. Die solltet ihr euch mal anhören zu dem Thema Jupiter im Skorpion. Und das werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung auch für euch verlinken. Ja, und wenn Jupiter durch den Skorpion geht, müssen wir natürlich auch über Sex reden. Denn der Skorpion ist das Zeichen der Sexualität. In der astrologischen Tradition herrscht er über die Sexualorgane. Und im Skorpion schlummert das Wissen, dass der Sex nicht nur dem Vergnügen dient, sondern auch der Fortpflanzung und dass man durch den Sexualakt neues Leben erschaffen kann und dass die Sexualität eine transformierende und regenerierende Kraft hat. Und das bedeutet eben auch, dass glückliche Paare, die vielleicht auch neu zusammen sind, jetzt auch eine gute Chance haben, Nachwuchs auf den Weg zu bringen. Der Skorpion symbolisiert aber auch ganz allgemein das lustvolle Ausloten und Überschreiten von Tabugrenzen. Und dabei geht es immer wieder darum, sich einzulassen und sich mit allen Beteiligten darüber einig zu werden, wie weit man gemeinsam gehen will. Wenn nun Jupiter im Skorpion seine Kräfte der Expansion, der Sinnsuche und der Lust am Abenteuer entfaltet, kann sich unser Umgang mit der Sexualität dadurch schon verändern und weiterentwickeln. Viele, die sich schon immer für die spirituelle und mystische Seite der Sexualität interessiert haben, werden diesen Transit genießen können. Wenn wir Partner haben, denen wir vertrauen, können wir uns neue Dimensionen der Sexualität erschließen. Ideal dafür ist natürlich der Rahmen einer festen, vertrauensvollen Beziehung. Aber bewusstseinserweiternde Erlebnisse mit der Sexualität kann man auch als Single erleben, zum Beispiel im Rahmen eines Tantra-Workshops. Oder vielleicht sogar auf einer Sexparty im Swingerclub. Hauptsache, alle Beteiligten sind sich einig, wie weit sie gemeinsam gehen wollen. Letzteres würde ich aber nur Leuten empfehlen, die sehr souverän sind und in sich ruhen. Wenn ihr euch gefühlsmäßig verletzlich fühlt oder auf der Suche nach dem Seelenpartner seid, dann wartet lieber ab, bis ihr jemanden gefunden habt, dem ihr vertrauen könnt.
Und dazu habe ich auch noch einen Buchtipp für euch. Es gibt ein wunderbares Buch über Tantra. Das ist die spirituelle Reise eines suchenden Adepten, der eine echte Tantrika sucht, also eine Priesterin, die ihm den wahren Tantra beibringen kann. Und das Buch heißt Eintauchen in die absolute Liebe von Daniel Audier. Und das würde ich euch sehr empfehlen, wenn euch das Thema interessiert. Und das werde ich auch unten verlinken. Und schaut euch auch bitte mal die Bilder von Alex Gray an. Könnt ihr mal so googeln. Alex Gray schreibe ich aber auch unten rein. Hammerbilder, auch zum Thema Tantra und Liebe, also Menschen im Liebesakt. Und wie dann die inneren Kräfte, also auch die Organe, man sieht dann alles im Körper, wie dann aber diese Energien aus dem Körper sich mit dem Kosmos verbinden. Müsst ihr euch mal angucken, kann man nicht beschreiben, ist einfach nur unglaublich und passt halt auch super zum Thema. Genau, die Konstellation mit Jupiter im Skorpion vertieft aber nicht nur unser sexuelles Erleben, sondern sie erhöht auch ganz stark den Romantikfaktor. Und zwar deswegen, weil Jupiter, während er durch den Skorpion wandert, eine wunderbare harmonische Verbindung zu Romantikplanet Neptun eingehen wird. Das ist ein sehr musischer Aspekt, der Beziehungen fördert, wo man sich gegenseitig inspiriert und wo man durch die Liebe oder einen besonders kreativen Liebespartner eine erhöhte Sensibilität für Kunst, Musik und auch für Spiritualität entwickelt. Liebe, Mystik und Fantasie gehen eine wunderbare Verbindung ein und alle Menschen, die ein reiches Innenleben haben oder die Kunst, Filme und Musik lieben oder selbst künstlerisch tätig sind, werden begeistert sein, wie viel Schönheit und Anmut dieser Aspekt freisetzt. Aber Jupiter verbindet sich nicht nur mit dem sanften Neptun, sondern auch mit dem starken Pluto, der ja im Skorpion herrscht. Und er wird aus dem Zeichen Steinbock heraus ebenfalls einen Harmonieaspekt zu Jupiter bilden. Hier Neptun, hier Pluto, hier Jupiter. Und wenn wir noch mal kurz auf die Mythologie blicken, dann ist das sozusagen ein Gipfeltreffen der Planetengötter und damit eine Vereinigung von starken psychologischen und gesellschaftlichen Kräften. Jupiter steht für das Vertrauen in das Leben und die Suche nach dem Sinn in allem. Pluto symbolisiert tiefe Transformationsprozesse, bei denen wir einen Teil von uns zurücklassen müssen, um gewissermaßen neu geboren zu werden. Und Neptun löst die Grenzen auf und verschafft uns einen Zugang zum Reich der Seele. Er lässt uns unsere spirituelle Verbindung zu allem, was ist, wahrnehmen. Vom Dezember 2017 bis November 2018 stehen diese mächtigen archetypischen Kräfte in Harmonie und bringen uns auf den Weg der Transformation. Wir bekommen die Chance, uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Wir gewinnen eine neue Tiefe der Erkenntnis, der Spiritualität. Und wir haben das Potenzial, uns als Menschheit weiterzuentwickeln. Das sind Konstellationen, die sogar den Weltfrieden fördern können. Und diese kosmische Chance wird sich so schnell nicht wiederholen. Deshalb sollten wir sie unbedingt nutzen. Wie sich der Durchgang von Jupiter im Skorpion für euer jeweiliges Sternzeichen auswirkt, darauf gehe ich in den Sternzeichenhoroskopen für den Oktober ausführlich ein. Und zwar im Erlebnishintergrund, wo ich die langfristigen Tendenzen für euch deute. Auch im Jahreshoroskop werde ich das Thema nochmal aufgreifen und dabei auch die Verbindung mit den anderen wichtigen Planeten deuten, die Jupiter im Laufe des Jahres so eingehen wird. Und wenn ihr wissen wollt, welchen Schatz für euch persönlich Jupiter bereithält, dann lohnt es sich hinzuschauen, in welchem Bereich eures Horoskops der Jupiter-Transit stattfinden wird und wie er seine Kräfte für euch am besten entfalten kann. Und das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären, wo wir uns alle eure Konstellationen anschauen und wie sie miteinander zusammenhängen. Ihr könnt eine Beratung bei mir direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt, dem kleinen i hier oben im Bild. Dann habe ich noch einen Hinweis, noch eine Anregung für euch. Es ist ja hier immer sehr problematisch bei YouTube mit den Bilderrechten. Also man muss ja die Bilder kaufen, man muss die Lizenzen haben. Und ich habe für euch eine wunderschöne Bildersammlung zusammengestellt auf Pinterest. Denn da verlinkt man die Bilder nur, da gibt es kein Rechteproblem. Und deswegen schaut euch das doch mal an. Ich schicke euch den Link oder ich schreibe den euch hier unten auch in die Videobeschreibung. Das ist bei www.pinterest.de Antonia Langsdorf. Und da könnt ihr nochmal in die Bilderwelt rund um diesen Transit von Jupiter in den Skorpion eintauchen. Und zum Schluss habe ich auch noch eine Anregung für euch. Und zwar schaut euch doch den Film Jäger des verlorenen Schatzes noch einmal an.
Ich musste unwillkürlich an diesen grandiosen, wunderbaren Film denken, als ich dieses Special vorbereitet habe. Der Held, genannt Indiana Jones, wisst ihr ja wahrscheinlich noch, ist ein Gelehrter und dabei ein gut aussehender Abenteurer, also eine echte Jupiterfigur. Und nur er ist also in der Lage, die geheimen Zeichen zu entziffern, die ihn zum Schatz führen. Und bei dieser Heldenreise muss er sich nur mit einer Peitsche bewaffnet, unter anderem mit Schlangen, Spinnen, Skorpionen und dunklen Geheimnissen auseinandersetzen. Also mit den typischen Symbolen des Zeichens Skorpion. Und sein größtes Abenteuer besteht darin, dass er sich seiner eigenen Schlangenphobie stellen und diese Angst überwinden muss, um seine Aufgabe heldenhaft zu lösen. Und dieser Film ist einfach genial, ist beste Unterhaltung und eben auch ein wunderbares Beispiel für die innere und äußere Schatzsuche, auf die wir uns jetzt begeben mit Jupiter im Skorpion. Kleiner Gag am Rande, der Film erschien 1981 und das war ebenfalls ein Jahr, in dem der Jupiter von der Waage in den Skorpion wechselte. Nun wünsche ich euch und uns allen viel Glück bei der Schatzsuche. Möge es uns gelingen, unseren inneren und vielleicht auch einen äußeren Schatz zu finden. Alles Gute mit den Sternen.